Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Schön, dass du wieder hier dabei bist, das freut mich doch ganz besonders. Und wie immer gilt natürlich, willst du nichts mehr verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, kommentieren und natürlich gerne liken, wenn dir das Video gefällt. So, meine Freunde, wir haben ja zuletzt hier aufgehört in unserem neuen Touristikviertel, weil wir ja auch auf die Ernte warten müssen und so weiter. Ich habe mir da nochmal ein bisschen was überlegt. Und zwar wird mir hier der Platz so ein bisschen zu schmal. Das heißt, wir werden Folgendes machen. Wir werden hier jetzt nochmal Stadt hinbauen. Das Ding bleibt hier auch mit den ganzen Linien. Das werden wir weiter ausbauen. Da habe ich schon mal angefangen, so ein bisschen zu ziehen. Da ergibt sich nämlich folgendes Problemchen. Da werde ich gleich einen Tipp zu geben. Und zwar seht ihr ja, ne, der hat hier zwischendurch mehr Abstand. Ne, ich gucke uns mal hier so einen alten, so einen Standardbahnhof an. Warte mal kurz. Da seht ihr, ne, die sind ziemlich beieinander. Das ist eine andere Spurweite. Da habe ich mir überlegt, okay, du willst ja nicht, dass ich zeig's euch einfach mal. Komm. Ne, wenn du hier das so machst, ne, ganz normal ziehst und dann willst du hier ziehen. Seht ihr das? Was er macht? Er zieht direkt rüber. Er zieht direkt, er dockt direkt an. Das ist ja natürlich doof. Das wollen wir ja nicht, ne? Wir wollen ja auch... So. Wir wollen ja auch, dass es den Abstand erstmal behält und nicht gleich direkt aufeinander knallt. Deswegen muss man Folgendes machen. Nur falls ihr dieselben Probleme habt wie ich. Ihr müsst ein Gleis auf jeden Fall schon mal länger ziehen. Dann dockt ihr nicht gleich an. Es muss immer länger sein als das andere. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr wollt, dass es dann auf die normale Spurweite geht. In dem Fall habe ich es hier gemacht, einfach mal, um zu testen. Wie gesagt, kleiner Tipp von mir, ne, damit ihr Bescheid wisst. Das soll aber nicht unser Thema heute sein, denn ich möchte ganz gerne den Winter damit verbringen, weiter an unseren, ja, Touristikviertel zu arbeiten. Und zwar habe ich mir überlegt, wir werden das nicht hier hinbauen. Die Strände bleiben, finde ich ganz gut. Die können sie auch benutzen. Wir werden hier alles ordentlich ein Strandgebiet machen. Das ist auch in Ordnung. Wir werden das auf der anderen Seite genauso machen. Und zwar soll es folgendermaßen ablaufen. Wir werden hier nochmal Stadt aufbauen. Großes Stadt, großes Gebiet, viele Arbeiter etc. pp. Eventuell auch das bis hier hochziehen. Industrieviertel, mal gucken, was wir da noch hinmachen. Verarbeitungsanlagen etc. pp. Und zwar soll dann Folgendes passieren. Diese Insel... Ich habe diesen Kanal mal zwischendurch gezogen, um das mal abzutrennen, weil sonst wäre das hier dieser Riesenblock gewesen. Finde ich jetzt nicht so schick. Das soll unser Touristikviertel jetzt werden. Und da habe ich mir überlegt, wir werden Folgendes machen. Wir werden einmal drumherum hier am Strand auf jeden Fall eine Straße ziehen, damit alles erreichbar ist. Das Ganze werden wir wahrscheinlich... Ich mache mal den Frame an, ihr kennt das. Ich arbeite gerne mit dem Frame. Einfach mal so ein bisschen hier so lang ziehen. Einfach so nichts Wildes, sag ich mal. Einfach mal den Straßenverlauf so ein bisschen folgen. Aber du, ob ich dich da so haben will, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, hier ist eine kleine Brücke schon mal, die nach oben führt. So, und hier soll es eigentlich... Naja gut, jetzt haben wir doch mehr oder weniger ein U gezogen. Naja... Ob ich das jetzt so lasse, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, die Straße so einmal rumführen um das Gebiet. Damit wir hier auch einmal um den unteren Teil fahren können. Hier wird jetzt auf jeden Fall eine Menge Strandgebiet dann folgen, etc. pp. Ihr seht, ich mache das hier auch bewusst. So ein bisschen schlängelig. Wir folgen quasi hier der Berglinie. Ich sag mal, wieso eigentlich nicht, ne? Man muss ja nicht immer komplett gerade ziehen, etc. pp. Halt, da will er meckern. So. Ja, muss ja nicht sein. Aber ich denke mal, ein Zugang wird ein bisschen knapp werden. Wir müssen ja auch noch irgendwie hier rüberkommen. Mal gucken, wie wir das machen. Wahrscheinlich mit einer Brücke oder sowas. Ich ziehe das jetzt erstmal so lang. Wir können hier immer noch korrigieren. Ne, wir können hier immer noch korrigieren. Wie gesagt, das einmal muss es hier drumherum führen, damit wir hier wirklich auch überall einen Zugang haben zu den Strandgebieten. Hopsala. Ja, da brauchen wir uns jetzt auch nicht so die Mühe zu geben, dass es uns gerade ist. Wie gesagt, wir folgen einfach mehr oder weniger der Küstenlinie.
Finde ich auch ganz gut so. Es war einfach mal ein bisschen... Auch mal so ein bisschen was alles ein bisschen brechen, sage ich mal. Nicht alles so steril gerade immer ist. Finde ich schon mal gar nicht mal so verkehrt. So, zack, weg damit. Im Optimalfall können wir es von unseren Baudingern bauen lassen. Aber ich glaube, dass das nicht funktioniert. Wie gesagt... Ja, die können hier runter. Ich müsste vielleicht hier wirklich da auch nochmal hier und da nochmal einen Abgang bauen. Eventuell auch mit einem Tunnel oder sowas. Was wir eigentlich auch mal auf die Schnelle machen können. Wir können hier auch einen Tunnel reinbauen. Können wir doch machen. Ist so gar kein Problem. Wir ein bisschen hier so... das hier ein bisschen absenken. Ich sagte absenken, nicht aufsenken. Na, dass wir hier so ein bisschen... da runterkommen würden. Jetzt weiß ich natürlich nicht die exakte Höhe. Muss einfach mal tippen. Dass das klappt. Wenn nicht, nehmen wir hier einfach nochmal ein Stück raus. Ist überhaupt kein Problem. Ja. Zack. Und bauen da einfach mal einen Tunnel ein, wenn es denn klappt. Ja, und das klappt sogar. Guckt mal, das klappt sogar. Richtig gut sogar. So, zack. Haben wir einen Tunnel. Ne? Why not? Why not? In Ordnung. Ja, dockt sogar an. Nee, Mann, ey. Wow. Besser geht's ja fast gar nicht. So, jetzt werden wir das ringsherum hier wieder ein bisschen begradigen. Ja, dass wir den Bauplatz da auch nutzen können. Zur Not bauen wir dann Wald hin oder sowas. Naherholungsgebiet. Wie gesagt, kleiner versenkter Tunnel, dann können wir hier auch runter. Ich denke mal, das ist gar nicht mehr so verkehrt. Man muss da ein bisschen mal experimentieren, ne? Das sage ich ja immer. Ein bisschen experimentieren muss sein. Man muss gucken, wie weit man kommt. Das geht nicht. Seht ihr? Das habe ich mir schon fast gedacht. Dann werden wir das einfach noch mal ein bisschen senken. So. Ist ja auch kein Problem. Dann werden wir... Ja, das auf die passende Höhe bringen. Und gehen hier... einfach mit einer Brücke wieder hoch. Ganz unkompliziert, ohne Probleme. Zack, bumm. Von Brücke, von der kleinen Brücke, Rampe in den Tunnel. Komm, bau fertig, egal. So, dann können wir den Rest darum nämlich wieder ganz normal begradigen und das dann auch nutzen. Ne, so eine Art versenkter Tunnel. Why not? Oh, zack, dann ist das halt. So. Alles klar. Wir lassen das Ganze mal laufen. Ich hoffe mal, dass wir auch bald den Winter hinter uns haben. Es wird hier was gebaut. Bauen die ringsherum? Nein, nur das Stück. Das ist in Ordnung. Wie sieht das aus? Ja. Ja, kann man so machen. Ist okay. Nicht hundertprozentig gerade irgendwie. Ja, wird noch gebaut. Okay, in Ordnung. Das wird hier noch gebaut. Das ist in Ordnung. Wie gesagt, dann kann man auch direkt in die City fahren. Damit wir hier auch eine Verbindung haben. Möglichst. Vielleicht werden wir hier auch nochmal was schaffen. Dass wir auch hier nochmal rauskommen. Ich denke mal, das ist gar nicht so verkehrt. Wir senken das mal ab, dass wir hier einen City-Tunnel haben oder sowas. So. Einfach damit wir halt zur Not auch schnell reagieren können, wenn man Feuer ausbricht, etc. pp. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Kriegen wir das hier hin? Kriegen wir auch hin. Ich werd bekloppt. Das klappt ja alles sehr gut heute. Das ist ja schon gespenstisch. Guck mal, und den kriegen wir auch sogar perfekt angeschlossen. Gut, den jetzt wieder nicht. Macht aber nichts. Halb so wild. So, jetzt noch ein bisschen gerade bügeln. Ja, komm. Perfekt, so. Wie gesagt, dann können wir das, vielleicht können wir das auch ganz durchtrennen hier, den Weg, obwohl, nee, das möchte ich eigentlich nicht. Nee. Vielleicht hier eine alte Brücke? Nee, das sieht doof aus. Aber so eine Steinbrücke vielleicht mal hier so ein bisschen. So, direkt anklimpeln. Perfekt. Haben wir den perfekten Durchgang. So muss das sein. So, wir bauen es mal schnell. Wie gesagt, wir wollen heute ein bisschen hier das Touristikviertel voranbringen.
Ist jetzt ein bisschen schief jetzt hier, aber naja, mein Gott. Muss ja nicht immer alles gerade sein. Dann werden wir mal gucken, dass wir jetzt hier rüberkommen mit möglichst zwei Brücken. Das Ganze auf einer... Kriegen wir den... Kriegen wir nicht hin. Das ist natürlich doof. Wir wollen es ja auch nicht da oben haben. Okay, wir wollen es ja da haben. Warte mal. Frame. Kriegen wir nicht da... Ja, das geht. Perfekt. Eine Brücke. Die wir hier auch perfekt anschließen können. Hier in dem Bereich. Eine führt rauf, eine führt runter. Ich muss das dann, glaube ich, hier nochmal... Okay, ein bisschen angleichen geht, aber nicht so viel, wie ich es mir gerne wünschen würde. Verdammt, ich will die ja möglichst nicht so dicht beieinander haben. Naja, wohl doch, komm. Was soll es? Jetzt passt es natürlich nicht ganz. Muss ich schätzen. Das ist natürlich auch doof. Nehmt das so. Stucken. Möglichst parallel. Ja, das passt. Das ist in Ordnung. Damit können wir leben. Ja, so, die bauen wir fertig. Komm, dann haben wir gleich einen Übergang hier. Dann passt das. Und dann werden wir vielleicht hier nochmal schauen, dass wir nochmal Bauarbeiter herbekommen. Es wird, Leute. Es wird. Es wird gebaut. Es ist gut. Es kommt in Wallung. So, dann können die Leute nämlich... Wenn sie arbeiten wollen, hier rüberfahren. Mit Bussen. Vielleicht bauen wir hier auch nochmal... Ja, das gefällt mir jetzt mal nicht so hundertprozentig. Es ist nicht hundertprozentig parallel. Ach. Okay, machen wir es anders. Moment. Machen wir es ganz anders, bevor wir jetzt hier dumm sterben. Machen wir es doch mal ganz einfach. Docken wir doch einfach hier mal an. Sagt er, wir wollen andocken, ziehen parallel. Oder auch nicht. Warum geht das nicht? Verdammt. Dachte, wir können das jetzt parallel ziehen. So wie bei den anderen Brücken auch. Aber na doch. Eine. Ziehen wir zwei. Machen wir mal drei, wenn es geht. Bis dahin, denk mal, So, und dann machen wir Folgendes. Dann nehmen wir die weg, und dann sollte es gehen. Ich bin gespannt. Möglichst gerade halt, ne? Versuchen, parallel zu bauen. Klappt jetzt nicht so hundertprozentig, wie ich das die Sache so sehe, aber macht nichts. So, dann ziehen wir hier mal keine Straße. So. Ja, da ist es nämlich das Problem. So, Querstraße ziehen. Dann ist das in Ordnung. Ja, du raus, du rein, dann passt das schon. So, sehr schön. Dann können wir mit Glück... Ja, unten drunter kommen wir auch lang. Das ist in Ordnung. Bau das auch nochmal fertig, damit wir schon mal einen Anhaltspunkt haben. So, guckt euch das an. Läuft doch. Ist doch gar nicht mal so verkehrt, oder? Kann man doch schon mal mit arbeiten. Zumindest so ein bisschen. Ja, das ist jetzt... bisschen unglücklich. Oder auch nicht. Machen wir einfach mal... Das ist jetzt einfach nur zum Gucken, zum Testen. So. Können wir... Kommen wir da ran? Nein. Dann müssten wir mal das Stück hier mal ein bisschen entfernen. Kommen wir da rein? Nee, nicht ganz. Fällt mir noch nicht so ganz. So würde ich gerne rankommen. Möglichst gerade.
Und du sollst auch möglichst gerade wieder rauskommen, nämlich da lang. Oh. Perfekt. So, baut das Stück fertig, weil bis unsere Leute hier fertig sind mit dem Bauen, wird es eine ganze Weile vergehen. Dann können wir hier noch ein Monument reinsetzen, etc. Und dann passt das. So, dann lass uns mal gucken. Was haben wir, was brauchen wir? Thema Touristik. Tourismus. Hotels, ist klar. Attraktion, Indoor-Pool. Karussell, Ferris Wheel. Wir haben ja mit Sicherheit noch eine ganze Menge mehr. Restaurant, Panorama. Brauchen hier mit Sicherheit auch ein paar Leute, die arbeiten. Vielleicht so ein paar Ferienwohnungen wären vielleicht gar nicht so verkehrt, oder? So ein paar Ferienwohnungen. Könnte man durchaus machen. Oh, jetzt fängt es wieder an zu schneien. Ich wollte doch nicht, dass es so viel schneit. Die Frage ist da. Passt das einigermaßen gerade? Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Nicht hundertprozentig gerade. Ah, ich hasse es. Wenn es nicht gerade ist, ist es doof. Das ist doof. So, ich sehe es leider auch nicht. So, das müsste es sein. Ich versuche hier gerade die Schnittpunkte zu treffen. Das ist echt ein bisschen hart. Nicht ganz so leicht. Kriegen wir dich ran? Ja, perfekt. Guck mal. Perfekt. Na, das, so muss das sein. Sehr gut. Okay, das Stück bauen wir auch mal. Komm. So, dann bauen wir hier vielleicht Häuser und in die Mitte Tourismus. Haben wir hier vielleicht mal einen Beach? Okay, den Beach, den brauchen wir sowieso. Das ist ja klar. Mal gucken, ob wir das irgendwie hier hinkriegen. Dann bauen wir jetzt hier Beachy. Na, ist ein bisschen schwierig. Würde ich gerne bauen. Man, das muss so, ne? Genau. So muss das sein. Da. Einer. Vielleicht kriegen wir noch einen zweiten. Ja, warte mal. Drehen. Können wir dich ein bisschen zärtlicher drehen? Na. Wo ist er denn? Da hinten? Wenn er ein bisschen... Na komm. So, wie gesagt, den kommt hier ein bisschen Beach. Das soll ja durchaus so sein, dass wir hier Beach haben. Na, komm schon. Ah, komm. Noch einen. Das Richtige jetzt hier zu finden, ist schwierig. Da würde es gehen. Da haben wir hier schon mal Beach. Ne, bauen wir schon mal Strand auf. Why not? Noch ein bisschen. Einer noch. So. Es wächst. Es läuft. So muss das sein. Finde ich schon mal gut. Damit haben wir schon mal Beach. Dann hätten wir natürlich einen Zoo. Finde ich auch ganz geil. So ein bisschen zootechnisch. Na, wenn das jetzt hier alles Touristikinsel wird. Was haben wir hier noch? Republic Theater. Oh, das ist ziemlich groß. Beach Kaffeebar. Oh, eine Kaffeebar. Das ist doch schon mal geil. Kaffeebar muss sein. Komm. Na, wenn wir sowas haben, wie wird denn das gebaut? Beach und Kaffeebar. Einfach so ran. Ja. Ein bisschen ran. Zoomen. Verdammt, das ist ja so. Ja, das ist ja wieder genial gemacht mit dem Straßenanschluss. Nämlich überhaupt beschissen gemacht, ganz ehrlich. Ja, das ist ja mal richtig doof. Also das ist ja mal richtig doof gemacht. Sorry, wenn ich das sage, aber das ist ja echt mal... Ja, vielleicht... Ja, da müssen wir uns was überlegen.
Wie gesagt, die Standardsachen sind manchmal echt ein bisschen schon doof. So, dann machen wir mal Folgendes. Dann werden wir jetzt mal Häuser hinbauen. Warte mal kurz. Tourismus. Wir haben doch auch bei den Mods auf jeden Fall Tourismus. Hotels haben wir auch. Hotel Salü. Hotel Continental. Ja, das nenne ich doch mal ein Hotel hier. Mountain Hotel haben wir auch. Park-In Hotel. Jawohl, das sind doch mal Hotels hier. Airport Hotel, da haben wir auch was. Könnten wir direkt am Airport bauen. Ja, hier. Am Airport. Hotel am Airport. Why not? Wenn sie übernachten wollen, sollen sie das machen. Können sie machen. Kein Problem. Attraction, das ist es doch. Das wollte ich doch mal hin. Was haben wir denn hier? Palace of Soviet Museum. Ist wahrscheinlich ein riesen... Ja, total übertrieben. Ey, dass die Leute... Das, weißt du... Alles schön und gut, ne? Aber das ist das Expo-Center-Dom. Das ist einfach Sachen sind, die so riesig sind, das ist... Illusion, Sailor. What a world. Pier 84. Oh, Pier 84. Das ist als Attraktion? Okay, alles klar. Gut zu wissen. Museum. Okay. Wie gesagt, das sind so Sachen, Shipdock. Small Boatyard. Ich denke mal, das gehört auch hier hin. Irgendwie so ein bisschen bootstechnisch. Da müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinten hinballern. Aber das kommt später. Wir wollten eigentlich noch ein paar Häuserchen bauen. Nichts riesengroßes. Wo bist du denn? Airplane. Rathaus, Sportplatz, Stromtransfer, Wohnen. Nehmen wir nochmal das. Wie gesagt, nichts, keine riesen Dinger jetzt hier, sondern irgendwie was so ein bisschen passt. Vielleicht so ein bisschen schick. Sowas hier finde ich jetzt too much. Das passt jetzt hier nicht hin. Kleinere Gebäude wären schön. Schöne kleine Gebäude. Das hier sind alte Gebäude. Ja, so eine Dinger hier. Nee, es ist nichts. Es ist too much. Guck mal, wie groß die sind. Die passen hier nicht hin. Ne? Die sind zu viel. Ja, schon besser. Gerade bei den richtigen Suchen hier. Wohnung Ziegel. Ja, zu große Fläche. Aber... Soll ja auch nicht zu hoch sein, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ein bisschen, okay, Arbeiterkraft. Hier, 88%. Ich glaube, die können wir ganz gut nehmen. Obwohl, die sind mir zu lang. Bisschen was Kleineres. Das passt hier schon in die Innenstadt dann. Hm. Ja, das hier sind natürlich die beleuchteten Dinger. Sieht geil aus, gar keine Frage. So. Aber, liebe Freunde, wisst ihr was? Das alles und vieles, vieles mehr erst im nächsten spannenden Part. Ich bedanke mich so lange fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald, bald wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Ed.